ist Marianne Zepp. Ich bin Referentin für Zeitgeschichte hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir fangen mit etwas Verspätung an. Das hat auch damit zu tun, dass wir heute Morgen ein etwas entspannteres Programm haben. Dazu wird aber nachher Jan-Henrik Meyer noch was sagen. Ich möchte kurz einführen, warum die Heinrich-Böll-Stiftung zu diesem Zeitpunkt ein Programm auflegt, was sich mit Tschernobyl befasst. Ganz offensichtlich ist, dass wir in diesem Jahr im April den 30. Jahrestag des Reaktorunglücks begangen haben in gewisser Weise. Und das war nicht jetzt der unmittelbare Anlass, sondern es hat auch Gründe aus der Geschichtswissenschaft. Vor einiger Zeit hat Joachim Radkau, der auch heute Abend hier sein wird, in einem Interview mal gesagt, zur Geschichte der industriellen Großtechnik gehört die technische Katastrophe. Er hat dann einige Überlegungen zum Begriff des Gauss angestellt und es ist allen ganz offensichtlich, dass seit 1986 zu diesem Begriff des größten anzunehmenden Unfalls der Begriff Tschernobyl unmittelbar verbunden ist. Über den Stand der Erforschung der Wirkungsgeschichte dieser Katastrophe werden wir sicher in den nächsten 2 Jahren eine ganze Menge hören. Nun ist es aber auch so, dass wir nicht nur 30 Jahre haben, sondern vor einigen Tagen ist unmittelbar die Gegenwart auch wieder in das Geschehen eingetreten, nämlich der Reaktor hat einen neuen Sarkophag erhalten. Die Zahlen dazu sind sehr beeindruckend, 36.000 Tonnen Stahl wurden verbaut. Das Ganze hat Ausmaße eines Monumentalbaus und 100 Jahre soll der Schutz halten. Das Problem bleibt allerdings in seinem Kern bestehen, nämlich das strahlende Innenleben des zerstörten Reaktors. Die ersten Hinweise eines fehlenden, konsistenten Sicherheitskonzeptes bei der zivilen Nutzung der Kernenergie reichen bis in die 50er Jahre zurück. Der Umgang mit dieser Technik ähnelt eher einem Durchwurchteln als einem durchdachten, systematischen Sicherheitskonzept. Seit einigen Jahren, besonders seit in Deutschland der Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen wurde, hat sich die Risikodebatte dann in der Öffentlichkeit auf das Entsorgungsproblem verlagert. Und wir haben auch hier weiterhin das, was von Anfang an diese Debatte begleitet hat, was man auch bereits in der grundlegenden Studie von Radkau nachlesen kann, dass nämlich an dieser ganzen Debatte ganz entscheidend Experten aus dem Innenleben der Entwicklung der Nuklearenergie beteiligt waren. Wir haben bei diesem Konzept, dazu werden wir sicher auch noch was hören, versucht darzustellen und Beiträge zu finden, die sich hauptsächlich mit den Akteuren in den verschiedenen Bereichen auseinandersetzen. Und wir fragen danach, welchen Wirkungsimpuls das hatte. Wir wollen dafür auch das Verständnis für die komplexen Aushandlungsprozesse innerhalb bestimmter Strukturen und mit gesellschaftlichen Leitbildern. Und die Ökologisierung der Gesamtdebatte in der Bundesrepublik hatte 1986 längst begonnen. In unserer Wahrnehmung ist Tschernobyl darin nur ein erneuter Impuls gewesen. Gleichzeitig beobachten wir aber auch aktuell, dass in Großbritannien weitere Kernkraftwerke geplant werden. Die Schweiz hat gerade gegen einen Ausstieg votiert. Das heißt also, dieses Problem wird uns auch weiterhin beschäftigen, zumal wir davon ausgehen, und so ist die Konferenz auch angelegt, dass das eine transnationale, internationale Debatte
sein muss, weil die Auswirkungen eben auch international sind. Ich möchte nicht enden, bevor ich nicht gedankt habe. Ganz herzlich meinen beiden Mitveranstaltern, Christoph Becker-Schaum, mein Kollege vom Grünen Archiv hier, und Jan-Henrik Meyer, der Impulsgeber und ganz wichtige Initiator und der eigentliche Fachmann dieses Gebietes für uns war. Es war eine sehr spannende, kollegiale Zusammenarbeit und es hat Spaß gemacht mit euch. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich auch bei meiner Mitarbeiterin Annika Magnussen. Ohne Annika hätten Sie weder eine Tagungsmappe noch wären Ihre Reisen gebucht, noch hätten Sie Hotelübernachtungen. Sie hat wirklich das Backup im Hintergrund gemacht und hat die letzten Wochen geschuftet für diese Konferenz. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank. Ich glaube, sie ist gar nicht im Saal, weil sie noch unten ist, aber ich möchte das trotzdem nochmal erwähnen. Herzlichen Dank auch an das organisatorische Rückgrat dieser Stiftung, nämlich ans Tagungsbüro. Auch da haben wir Unterstützung bekommen, ohne dass die Organisation dieser Tagung nicht möglich gewesen wäre. So, und jetzt übergebe ich an dich, Jan-Henrik, und freue mich auf die nächsten zwei Tage. Ja, vielen lieben Dank, Marianne, für die warmen Worte. Ich kann auch diese kollegiale Partnerschaft nur bestätigen und bin auch sehr dankbar dafür, dass du, dass Christoph und du diese Räumlichkeiten, diese Kostenübernahmen, diese materiellen Rahmenbedingungen hier bereitstellen für ein Projekt, was uns alle drei interessiert. Vor zwei Jahren haben Christoph Becker-Schaum und ich schon mal eine Tagung gemacht, damals drüben im Archiv der Böll-Stiftung zu Umweltbewegungen im Wandel. Und wir merken, dass es eigentlich an der Zeit ist, diese Zeit, die ersten 30 Jahre sozusagen der Umweltpolitik genauer zu untersuchen, die Vorgeschichte, die Entstehung von Umweltpolitik. Das ist halt ein Bereich, der sehr stark erforscht wird. Aber dann geht man praktisch davon aus, als wäre alles beim Alten geblieben. Und dieser komplexe Zusammenhang, die Akteurskonstellation, die Marianne schon ansprach, die dann Anfang der 70er Jahre entstehen, das ist unsere Überlegung gewesen, sind eigentlich zu untersuchen dahingehend, wie sie sich im Laufe dieser ersten 30 Jahre bis zum Ende des Jahrhunderts entwickeln, wie sie sich verschieben und welche Rolle dabei auch Ereignisse und Strukturbrüche spielen. Und in unseren Diskussionen sind wir dann sicherlich auch bedingt durch dieses traurige Jubiläumsjahr auf die Idee gekommen, dass wir einfach nochmal den Blick werfen auf auf diese Zäsur dieser beispiellosen Reaktorkatastrophe und die eben auch eben in Ost- und Westeuropa wirkt, sodass wir uns dann überlegt haben, wir öffnen das, wir schauen nicht vor allem auf Deutschland, sondern starten von Deutschland und schauen in weiteren europäischen Zusammenhang. Ich möchte ganz kurz auf die Ziele der Konferenz eingehen. Wir möchten also Wandel und Kontinuität in den ersten drei Jahrzehnten der Umweltpolitik hier diskutieren. Wir sehen diesen Wandel und Kontinuität im Hinblick erstens auf Strukturen und Akteure, und wir hatten eingeladen in unserem Call for Papers Beiträge zu machen zu fünf verschiedenen Arten von Akteuren, politische Parteien, das ist, liegt hier nahe, Verwaltung und Gerichte. Vieles von Umweltpolitik findet nicht nur im öffentlichen Konflikt statt, sondern auch dadurch, dass Verwaltungen Entscheidungen treffen, Dinge durchführen, dass Gerichte Entscheidungen fällen. Das ist halt gerade in der Nukleargeschichte auch sehr bedeutsam gewesen.
Umweltbewegung, das ist natürlich auch das, wo die Grüne Partei herkommt. Das ist aber auch breiter, ein separater Akteur, einer, mit dem ich mich auch selber sehr viel beschäftige. Wirtschaftsverbände, Energieversorger, Unternehmen, das ist ein Feld, was total unterbeleuchtet ist. Also sozusagen die Guten in der Umweltgeschichte, deren Geschichte ist sehr stark untersucht, aber was jetzt Wirtschaftsverbände, was Energieversorger, wie Unternehmen agieren, das fehlt eigentlich auch Forschung. Und zu Medien, wir hatten das mit hineingeschrieben, wir haben aber, Medien spielen jetzt in den Papers hier eine Rolle, aber eben nur eine indirekte Rolle. Eine Medienstudie hatte sich keiner gemeldet mit so einem Vorschlag. Dann zieht uns die Verschiebung von Praxen, des Protests, von Praxen. Es gibt die große These, dass die Umweltverbände sich immer stärker professionalisieren, sozusagen vom Protest zum Lobbying sich verändern, aber auch Praxen der Verwaltung sind hier interessant. Neben den Wahrnehmungen der Probleme, das ist der dritte Punkt, spielt auch die Entwicklung von Lösungsstrategien. Wie geht man mit Umweltproblemen um? Welche Lösungen bieten sich an? Das ist halt etwas, was auch am Rande der Atomkraftdebatte ganz stark in den Vordergrund getreten ist. Wir können eigentlich nicht realistisch gegen Atomkraft sein, haben viele Atomkraftgegner auch realisiert, wenn wir nicht sagen können, was machen wir dann stattdessen? Und das ist halt dann auch das, was wir in unserem Ausblick haben werden. Der Übergang sozusagen vom Atomkraftgegnertum zur Energiewende. Dann ist unsere These oder unsere Leitfrage, fragt eben nach Tschernobyl als Wendepunkt. Ist das etwas, was wirklich grundstürzende Veränderung im Bereich der Umweltpolitik herbeigeführt hat? Oder ist das ein total überzogenes Argument? Ist es eher ein Katalysator, der bestehende Trends verstärkt, beschleunigt und bündelt? Und wir werden verschiedenste Veränderungen in Praxen, Strukturen und Perzeptionen uns dann im Laufe der Tagung anschauen. Und der dritte Punkt, das ist halt etwas, was ich gerne als Rahmen für unsere zukünftige Diskussion, für unsere nachfolgende Diskussion mal einfach an die Wand werfen möchte. Wir haben bei den vielen Papers, die wir jetzt in den nächsten zwei Tagen hören und diskutieren werden, verschiedenste Möglichkeiten des Vergleichs vor und nach Tschernobyl. Das ist sozusagen Wandel oder Kontinuität, kann man nur untersuchen, wenn man sich vorher und nachher anschaut. Dann gibt es die Möglichkeit des Vergleichs zwischen den Akteuren, zum Beispiel zwischen verschiedenen Akteuren in der Umweltbewegung, zwischen Umweltbewegungen in verschiedenen Ländern, aber eben auch zwischen verschiedenen Arten von Akteuren. Also sehen Parteien das anders als Umweltbewegung, sieht es die Verwaltung anders als die Industrie? Diese Fragen sollten wir im Kopf behalten für unsere Diskussion. Und dann ist es eben auch die Frage nach der europäischen, nach der internationalen Dimension, die in zweierlei Art, in Vergleich und Transfer untersucht werden kann. Wir schauen stark auf Deutschland, aber wir schauen vor allem auf Europa und wir schauen in dieser Konferenz, und das ist auch ein Ergebnis unseres Calls gewesen, auf Europa in Ost und West. Das ist jetzt keine, oft wird beklagt bei Konferenzen, ja, die machen nur Osteuropa oder die machen nur Westeuropa. Diese Konferenz, das fanden wir sehr schön, als wir die Paper-Vorschläge bekamen, versucht das zu verbinden und so haben wir auch die Möglichkeit zu vergleichen, wie wirkt sich Tschernobyl in Osteuropa aus, vielleicht auch in verschiedenen osteuropäischen Ländern. Wir haben verschiedene Beiträge aus verschiedenen osteuropäischen Ländern. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es da zwischen Ost und West und auch innerhalb der jeweiligen Bereiche? Und dann ist halt die Frage, wie sind nach den transnationalen Bezügen, wie sind diese verschiedenen Akteure, deren Zeugnisse wir uns dort anschauen, wie sind die verbunden? Und vielfach zeigt sich, dass ganz viel in der Wahrnehmung von Tschernobyl, in der
Diskussion in der Umwelt, über Umweltpolitik einfach transnational vernetzt ist. Die Leute tauschen sich aus. Allein das Wissen über die Gefahren von Atomkraft ist halt etwas, was in den frühen 70er Jahren über den Atlantik geschwappt ist, was verbreitet worden ist, zum Beispiel auf der Stockholm-Konferenz, was von 72, das sind diese transnationalen Bezüge, darf man nicht vergessen, und das ist etwas, was mich persönlich jetzt auch wissenschaftlich sehr stark interessiert. Ich möchte einen ganz kurzen Überblick geben über unser Konferenzprogramm. Wir starten heute Morgen mit einem Panel zwischen Politik und Gesellschaft, umweltpolitische Folgen von Tschernobyl in Ost und West, und haben dabei richten dabei den Blick auf West und ja, West, Nord- und Südeuropa eigentlich. Also mit einem Beitrag zu Schweden, einem Beitrag zu Italien. Luigi ist hier. Ah, da, okay. Und einem Beitrag zu Frankreich und Großbritannien im Vergleich. Dann haben wir ein Paper von einer Kollegin, die ganz aus der juristischen und verwaltungsmäßigen Praxis berichten kann, in dem zweiten Panel zur Strahlenschutzvorsorge in Bremen. Und wir werden in diesem zweiten Panel nur einen Beitrag haben. Unser Beitrag zu Belgien ist leider entfallen. Der Kollege ist sehr krank. Nach dem Mittagessen schauen wir im ersten Panel nach Osteuropa und schauen uns an, wie in Bulgarien, in der Ukraine und insgesamt in der Sowjetunion Tschernobyl wirkte, und zwar nicht nur umweltpolitisch, sondern auch allgemeinpolitisch. Also die Idee von Ökonationalismus, die Verbindung von Protest gegen das Sowjetregime mit der Frage der Auswirkung von Tschernobyl steht dort im Vordergrund. Im zweiten Panel am Nachmittag haben wir dann tatsächlich ein Panel, was den Blick auf die Industrie richtet. Dort geht es einmal um Angstabwehr und Sicherheitskultur und dann noch einmal, das ist jetzt in Deutschland, und dann noch einmal in einem Paper über technisch-politische Kontroversen in Weißrussland und Litauen nach Tschernobyl. Und da haben wir tatsächlich ein Panel, was westliche und östliche Industriediskurse versucht nebeneinander zu stellen und in Bezug zu setzen. Heute Abend, und das ist eigentlich so ein bisschen unser Höhepunkt, wir haben uns es gelungen, Joachim Radkau dafür zu gewinnen, heute Abend zu diesem Thema der Konferenz einen Abendvortrag zu halten, genau mit der Frage nach Wendepunkt oder Katalysator. Morgen früh starten wir dann wieder um 9 mit dem dritten Teil der Serie zwischen Politik und Gesellschaft und schauen da auf die DDR. Welchen Beitrag hat Tschernobyl zum Niedergang der DDR geführt? Und es ist ja nicht nur auf die DDR beschränkt, sondern der Beitrag von Julie Ault bezieht sich auf die DDR und auf Polen. Dann schauen wir am späten Vormittag morgen auf politische Parteien und Tschernobyl, auf die Diskurse in der Sozialdemokratie und bei den Grünen. Und am Nachmittag richten wir dann den Blick auf den Übergang zwischen Tschernobyl und der Energiewende, und wir schauen, wie eigentlich aus dem Atomkraftdiskurs und der Suche nach Alternativen die Ursprünge der Energiewende gelegt werden. Und damit schließen wir und haben dann noch eine kleine Abschlussrunde, in der wir dann mal überlegen, was wir jetzt aus diesen vielen Beiträgen machen können, welche allgemeinen Schlussfolgerungen wir ziehen können, aber auch, was wir ganz praktisch daraus machen. Jetzt habe ich sehr viel gesagt. Ich möchte noch mal danken, dass Sie und ihr alle gekommen seid, und freue mich auf die Diskussion und übergebe an Christoph Becker-Schaum, der jetzt die letzten
einführenden Worte sagt. Drei Organisatoren heißt auch drei einführende Worte. Dafür, lieber Jan Hendrik. Du hast so schön eingeführt, dass für mich nur noch ein ganz bisschen Petit übrig geblieben ist. Jan Hendrik hat vorhin aufgezählt, welche Themen wir haben. Das heißt, man sieht die ganze Breite von Umwelt- und atompolitischen Diskursen, die in der Geschichtsforschung erforscht werden. Das heißt, wir sind hier in der Zeitgeschichte angekommen mit Themen, die ursprünglich programmatisch mal zum Kernbestand von dem gehören, wozu es ein grünes Archiv überhaupt gibt. Gleichzeitig ist das eine Größenordnung, die wir von dem, was wir als Seminarbegleitprogramm bei uns im Archiv machen können, was das absolut überschreitet. Und deswegen ist es ganz großartig, dass meine Kollegin Marianne Zepp wieder in Berlin ist seit einiger Zeit und wir versuchen ein bisschen Tandem zu spielen und mit ihr und mit dir, Jan Hendrik, wir arbeiten, was weiß ich, 3-4 Jahre jetzt ab und zu zusammen und das ist dann die Möglichkeit, dass wir uns an etwas beteiligen, wofür wir eigentlich im Archiv stehen und dann kriege ich das auch dadurch mit, dass ich weiß, es gibt da noch andere Themen, die jetzt in der Mache sind. Wir werden also, das weiß ich von den Forschern, die bei uns sind, aufwachen zu nachhaltigen Wirtschaften. Welche Bücher werden wir demnächst bekommen? Also unsere Themen sind da. Dieses ist aber vielleicht das elektrisierendste Thema überhaupt. Und deswegen bin ich ganz besonders froh, dass wir uns mit dieser schwierigen Situation durch die realen größten, nein, Super-GAU, das ist noch eine Nummer größer leider, beschäftigen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt. Einige Gesichter, wenn ich, was weiß ich, Steve, zwei Reihen hinter dir, Jan Hendrik, sehe, die sind jahrelang schon Gäste bei uns im Archiv gewesen, andere auch. Und ich freue mich auch, diejenigen, die bislang nie im Archiv waren, jetzt hier kennenzulernen als Beiträger. Insofern ist das für mich jetzt ein schöner Tag, das erleben zu können und ich bedanke mich, dass Sie da sind und dass wir das zusammen machen können heute. Insofern kommt jetzt, glaube ich, als Erste, wer macht jetzt nach mir weiter? Wunderbar, dann übergebe ich einfach und wünsche dir...